Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genau, wir haben eine kleine Runde. Let's Build Viva Pinata. Und wir drücken keinen Start. Okay, dann drücken wir noch keinen Start. Ich finde das immer so geil. Ich habe mir gerade ein paar Vorschauen hiervon angucken können, wegen mangels Intelligenz meinerseits. Und ich finde es geil, was die alles in dem Ding reingebaut haben. Wenn ich dann meinen Garten jedes Mal gucke und ich habe nichts drinne und das Ding ist jedes Mal voll. Wenn ich so sehe, was die jedes Mal eingebaut haben, 5000 Pinatas immer drinne mit zig Scheunen und hast du nicht gesehen. Ich kann nicht so viel reinknallen. Total geil. Wir drücken Start. Heute alleine. Denn Goku ist nicht dabei. Garten spielen. Garten laden. Small Feather, Garten betreten. Auch an unserem neuen Emblem. Könnt ihr aber schon erkennen, dass er auf jeden Fall mitmachen wird auf diesem Kanal. Ich weiß, das habe ich schon zu vielen gesagt. Und ich hoffe, dass es jetzt bei dem endlich mal wirklich so ist. Aber so wie es aussieht, soll das so alles passen. Und jetzt tickt meine Katze natürlich im richtigen Moment aus. Ich habe mir auch zu heute was überlegt. Das aber später. Denn die Mars, also der Gute oder die Gute, die Mars, ich weiß es echt nicht. Wenn du das siehst, die Mars, schreib mir in die Kommentare, ob du eine du oder eine die bist. Also ein der oder eine die bist. Ich kann es nicht beim besten Willen nicht sagen. Ich müsste mal deine Videos vielleicht mal gucken, wenn du Videos hast. Dann könnte ich es vielleicht mal rausfinden. Aber bevor... Hat nämlich einen Namen gerne zu vergeben. Und den werde ich natürlich nachgehen. Ich habe mir auch ein, zwei Aufgaben mal rausgesucht für heute. Das ist immer noch ein bisschen zu viel. Ich bin auch überlegen, ob ich den Garten demnächst wieder mal komplett abreiße und das einfach nochmal neu mache. Also auch wirklich alles komplett hier. Hier den See komplett zuschütten, hast nicht gesehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, ist eine Frage, ob ich die jetzt überhaupt behalten werde. Puh, die Mars, das ist ein bisschen schwierig. Warte mal, wir haben doch noch einen Schwanal, haben wir doch hier. Passt schon. Wichtige Infos. Und zwar hat sie einen ganz originellen Namen am Start. Mister. Oh, warte mal, das R wird klein gemacht. Mister. Smell. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt den englischen Namen Smell für Stinken meint. Oder ob jetzt. Ja, ist ganz speziell gemeint. Irgendwas anderes. Kannst du ja auch mal in die Kommentare schroten, was jetzt Smell bedeuten soll in dem Sinne. Ob du das wirklich damit stinken meinst oder weil ein Schwanana können wir jetzt nicht als Stinker hier bezeichnen. Das geht ja nicht. Das mag ich gar nicht sehen wollen. Wir haben ja jetzt unsere ganzen Birdie Birds, Canderys ja jetzt hier rumgammeln. Und ein Modropper haben wir auch noch hier am Start. Das werden wir aber nicht jagen lassen. Ist die Jägerin unterwegs? Nein, die ist nicht unterwegs. Gut zu wissen. Aber wir haben ein paar andere Aufgaben, die ich jetzt mal vollenden möchte. Hab damit angefangen, aber nicht beendet. Und das möchte ich jetzt gerne nachholen in dieser Aufnahmesession. Jetzt will ich mal kurz gucken.
Und zwar hierhinne. Die Crowder haben wir schon. Die Shelly haben wir schon. Also Shelly-Bee. Sherbets haben wir auch schon. Bon Boon fehlt uns. Makarakun fehlt uns. Zara Profitamole fehlt uns noch. Also drei Stück fehlen uns noch. Und ich möchte mich gerne mal auf das hier stürzen. Saure Makarakune. Wir sind in Stufe 28, du wirst gerne für Besuch bleiben. Du hast 5 Auszeichnungen als Meisterverkuppler. Das ist die große Frage, habe ich 5 Auszeichnungen als Meisterverkuppler? Das gucken wir natürlich erstmal. Auszeichnungen. Ne, ich muss schon hier, ne? Richtig, hier war ich schon richtig, ja. Apropos, ich habe ein paar Beats bekommen von DJ Epsilon Cheer. Mit denen bin ich ganz gut dran, drauf, sag ich mal eher so. Wir verstehen uns ziemlich gut. Und habe ich ein, zwei Liederchen von ihm bekommen. Ach, die haben gegeneinander gekämpft, schau an. Ist ganz nice drauf, auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall auf seinen Kanal. Link in der Videobeschreibung bei den Musikern. Er stellt nämlich seine Musik bereit. Ein Lied davon hat er mir speziell selbst zusammengestellt. Ist gar nicht das erste Lied gewesen, was jetzt hier am Laufen war. lecker, noch nicht gefrühstückt. Obwohl, wir haben jetzt... Oh, 21 Uhr. Ich lenke mich schon wieder Spieler-Auszeichnungen. Hier muss ich hin, ne? Wieder Status, Auszeichnung, Pflanzen, Werkzeug, Geschichtenbuch, Pinata-Auszeichnung, Bestenliste, Spielerstatus. Aha, 127 Tage, 7 Stunden, 26 Minuten, 73.000, 43 Stufe. Gut gemacht, Chico. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom von ihm voll auf 180. Gartenwert 78.627, sehr schön, sehr schön. Wo sehe ich denn bitte schon, ob ich Meisterverkuppler bin? Das weiß ich doch ja nicht. Wir können ja jetzt einfach mal den Makakakun mal reinlassen. Wir machen... Ach, was war ich denn da? Jetzt müssen wir nur kurz gucken, dass wir auch den richtigen finden hier. Das ist der Affe, das ist der Wolf. Das müsste der hier sein, oder? Das ist der. Das ist Crowler, das ist Sherbet, das müsste die Schnecke sein. Also eine Schnecke. Sherbet, Crowler, das komische Drehding. Das heißt, wir machen den mal zu hier. Und warten, bis dieser auftaucht. Sobald der dann auftaucht, können wir herausfinden, ob wir jetzt die Special Stufe. Ich dachte, das wäre ein Strauch oder sowas da hinten. Also Strauß. Also ja, ein Busch, Strauch halt. Kommst du eigentlich rein oder nicht? Was hat der für Füße? Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe wahrscheinlich nicht genug von diesen Candarias drin, aber deswegen komme ich da auch nicht drin. Da guckt euch mal die Füße an, Digga. Ja, das geht nicht. Wie viel habe ich denn von euch? Schauen wir mal. Un, dos, tres. Eins. Zwei. 3, 4, nein. Halt doch jetzt mal alle still. 2, 3, 4, 5.
Wie viel braucht dieses Basen? 6 wahrscheinlich, wa? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Leck mir am Arsch! Ich hab grad keine Ahnung, wie viele von diesen Candaris ich drin habe. Enzyklopädie, Piñatas. Hier bin ich falsch. Zest of the Piñatas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 5 von diesen Piñatas, das ist sehr gut. Und der Kollege braucht wie viel? Wo haben wir ihn denn? Da. 5 Stück, ja, passt doch. Ist in Ordnung. 5 ist richtig. Sind wir vollzählig dafür. Das ist ganz gut. Es ist schön. So. Ja. Ach stimmt, wir brauchen noch eine Tanne, hatten wir denn benötigt. Huch, 7? Wie sollen wir denn 7 davon? Ah, da ist er ja. Gut, wir haben das richtig rausgesucht. Komm mal rein auf den Meter, damit ich gucken kann, ob ich jetzt die 5 Auszeichnungen habe. Ansonsten müssen wir mal informieren, wie ich die 5 kriege. Komm runter auf den Meter. Ich glaube, du wirst mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass du ein richtig süßes Schnuffeltierchen wirst. Infos. Immer noch kein Meisterverkuppler. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Was soll ich denn alles machen dafür? So, gut, das funktioniert noch nicht. Wir können ja den hier mal reinlassen hier, den Drehwurm. Scheiße, wie krieg ich denn? Wir brauchen ein einzelnes Piñata, am besten als eine wertvollste. Leck mir am Arsch. Einpacken. Axios. Ey, ich vermisse immer auch mein anderes Axios da, meinen ersten Axios. Da war wenigstens Bomber, er hatte ordentlich Kohle schon, hatte 5000 hochgepusht, Alter. Den muss ich jetzt mal wieder hochpushen. So, wie viel ist ins Wasser geknallt? Soll ja nicht schlecht werden. Sollen ja alle was von haben. Hochacha! Was ist das da? Hochacha, was ist denn Hochacha? Ist ja auch nicht, ne? Ich hab das hier alles mal weg. Ist auch weg, das kann bleiben eigentlich so alles. Hier, das kann vielleicht mal weg. Das kann auf jeden Fall weg. Das hier auch erst recht. Und dann scheint hier der Gartenbereich wieder. Hallo? So, auch erledigt. Gut. Axios, du kleine Hanswurst. Galagugu. Moin. Hier ist das Ding, ne? Das muss eigentlich machen. 2 Motorops fressen. Ich habe jetzt nur einen hier. Alter, ihr Stresser. Aus da. Ja, Galagugu, fress du mal den Motorop bitte.
Das wäre formidabel. So. Wo haben wir mal Drop? Da ist mal Drop. Ja, Kleiner. Anstatt jetzt weiter in die Tulpen anzugreifen und die Tulpen zu fressen, die du überhaupt nicht mehr fressen musst, würdest du bitte mal einen Modrop angreifen. Ja, formidabel. Jetzt haust du wieder ab, das ist zum Kotzen. Kommt ihr hin, frisst ein scheiß Blumending, weißt du, was es überhaupt nicht mehr braucht, und haut wieder ab, anstatt dieses den Moddrop zu fressen hier. Das ist zum Kotzen, Alter. Bei manchen denkst du dir echt, was haben sich die Erfinder dabei gedacht? Bei manchen ist es echt total unnötig. So, der Typ guckt da hinten auch ein bisschen blöd. Da haben wir ja. Moin, auf die habe ich gewartet. Kleiner Maulwurf. Ich vermute mal, dass es den Maulwurf darstellen soll. Ich finde die meisten sauren Dinger schöner als ihre Endform, ganz ehrlich. Bis auf der Crawler, der war so ganz nice. Aber gut, bei Mellowwurf hat sie jetzt nicht viel getan. Aber ein Krokodila oder Krokodila da? Krokodila, Krokodil, keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Hat sich komplett verändert. Das Sherbet sah richtig beschissen aus danach. Ich finde von der Musterung. Was ist ja auch sehr nice. Gut, der braucht jetzt noch ein bisschen, bis er mal reinkommt. Ich weiß gar nicht, kommt der überhaupt rein? Gute Frage. Beobachten das jetzt mal. Ansonsten gleich mal ein Buch. Ne, haut wieder ab. Wir gucken mal im Buch, was überhaupt nötig ist, damit reinkommt. Aber ich glaube, den hatte ich noch gar nicht drinne gehabt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nein, hier bin ich schon richtig. Nochmal bitte. Oh. Der Crawler, Shelby, Sherbet haben wir schon hier. Profitabole. Profitamil. Stufe 19. Ja, Stufe 20 nur für Besuch. Zwei Champignons im Garten. Ich habe noch keine Champignons. Von daher können wir das eigentlich auch schon wieder vergessen. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Alle anderen haben wir schon. Die haben wir schon. Den haben wir. Okay, dafür brauchen wir eine Serpent-Familie. Und da kann natürlich das normale Serpent natürlich nicht. Muss der zweiköpfige sein. Dann, ja, keine Ahnung. Shelby? Crawler. Sherbet. Crawler? Profitamole? Keine Ahnung. Welcher von denen war nochmal was? Jetzt ganz. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, wir können doch mal gerade was gucken gehen. Ich glaube, ich weiß, wie ich das herausfinden kann. Und zwar bei dieser Dame hier. Das ist so, manchmal ist es echt komisch bei meinem Mikrofon. Mal ist es irgendwie ziemlich laut, was ich dann hier aufnehme. Manchmal ist es voll leise. Keine Ahnung. Kaufen. Und zwar bei Gartenobjekte. Shelby, Sherbet, Crawler. Danach kommt Profitamole, Makarakun, Krokodile, Mellowwolf, Bonboon. Bar hat noch den Bonboon. Also die Nummer 4, 5 und die 8. 4, 5 und 8 brauchen wir noch.
Wir haben aber keine Champignons. Haben wir noch nicht freigeschaltet. Oder warte mal, Champignons, müssen wir vielleicht irgendwas verwandeln wieder? Was könnte man hier in einen Champignon verwandeln? Weil, wenn man jetzt schon das Ding hat, aber noch keine Champignons, das ist ja relativ sinnlos. Das heißt, man muss irgendwas in einen Champignon verwandeln können. Ja, und Steckrüben. Blume, Gänseblümchen, Maissamen, Mohnblume, Glocken, Disteln, Apfel. Warte mal. Giftpilzsamen. Unus.